Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sabatin, willkommen zurück zur PSL. Heute werden wir einmal Santiago Cards ein bisschen aufs Korn nehmen, zumindest ist das der Plan. Ich werde mal gucken, wie gut das funktioniert, denn unser Deck ist nicht so gut, zwar unsere Spice, das ist schon mal nice. Wir haben aber keine Necro Valley gezogen und nicht so viele Power-Up-Karten, wie ich gerne gehabt hätte. Dann würde ich sagen, ich zeige euch kurz einmal das Deck. Das seht ihr einmal hier, das Deck ist wieder ziemlich cool. Wir haben ein paar interessante Karten drin, ich habe auch ein paar der Player drin gelassen, die uns wirklich halt geholfen haben, die letzten Games. Denn wir haben noch logischerweise Summon Skull, Mechanical Chaser, wir haben Optiklops noch hier drin, das ist ziemlich gut. Den Shadow Ghoul immer noch eine gute Karte. Dark Zebra, wir haben Rock Spirit noch drin für ein paar Erdemonster, damit die haben wir nämlich hier. Mal gucken, wie oft der aufkommt. Ich kann ihn halt raushalten, wenn nötig. Die drei Spies, Witch, den einen Guard, ganz wichtig. Magical Heads, MVP in den letzten Games gewesen. Zangarn auf 1. Cyberjug cool. Der Mysterious Guard hat jetzt in dem Fall Hain ersetzt. Weil Hain und der Guard und der machen nämlich das gleiche. Deswegen, die Karte ist einfach ein bisschen stronger, deswegen habe ich die jetzt hier reingepackt. Spirit Reaper ist eine gute Addition, denn wenn die Damage macht, dann gibt es Kartenrippen. Hier hat er gerade so einfach nur Win-Button. Dann Chained of Hearts, Nobleman, gute Karte. Port of Reed, crazy. Cold Wave, Upstart, Book of Moon neu drin. Die wird richtig gut werden, hoffe ich. Dann haben wir immer noch Offerings, das eine gute Karte ist. Die harmoniert so ein bisschen mit Reckless Greed, denn das kann manchmal so ein bisschen in Doppelung kommen. Dann immer noch Rush Recklessly, weil die Kombination mit dem Magical Head halt ganz gut ist. Oder mit Spirit Reaper, keine Ahnung. Drakmord ist halt eine auch für viele Karten. Brutality gibt uns halt einen Boost. Die lässt uns Karten ziehen, die lassen uns Karten zerstören, die machen Damage und die klaut dem Gegner Karten, das ist ziemlich gut. Extra Deck, komplett irrelevant. Side Deck, ich habe noch jemand Sachen wieder reingepackt. Ist ziemlich gut. Mal gucken, wie das wird. Den habe ich aus dem Main Deck rausgepackt gehabt. Hat natürlich den Kitty extrem viel gerissen, aber das war natürlich sehr lucky. Ich habe den zweiten Guardian noch drin. Ich habe noch einen dritten, aber ich habe nur zwei davon gespielt. Baitor ist eine ganz coole Karte. Dann die beiden Blockkarten. Die Karte, die Damage macht, für offene Karte, was ganz nice ist. Reiki Break fand ich cool, aber hier habe ich halt Offering of Doom präferiert, weil die halt keine Karten kostet. Needless Healing, insane Karte, aber ich muss halt gucken, was Santiago hier spielt, wie viele Monster irgendwie am Feld sein können, ob das sich halt lohnt, die Karte zu spielen. Auf jeden Fall ziemlich gut. Trap Dust Shoot genauso. Ich habe nur eine gezogen, hätte ich drei gezogen, hätte ich wahrscheinlich alle drei als Main Deck gepackt und wäre auf jeden Fall First gegangen, aber so habe ich nur eine, deswegen nicht so sinnvoll. Und dann Royal Command und Royal Oppression, die habe ich mal ins Side Deck gepackt, weil ich nicht weiß, wie relevant die gegen das Matchup werden. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit Game 1. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, wie oft du meine Videos geguckt hast, aber ich bin ja Team Paper. Ja, ich weiß, Das sagt mir immer jeder und trotzdem gewinne ich jedes Mal das Steintier Papier. Jedes Mal. Ich glaube, ich habe nur einmal Steintier Papier verloren. Das war sogar gegen Insider. Glaube ich, ich weiß es aber nicht mehr. Ja. du lässt mir trotzdem den Vortritt. Das ist sehr nett von dir. Ich will die Extra-Karte. Haha, witzig. Ich gehe einfach mal second, ich weiß nicht warum. So. Und dann bist du. Die Frage ist jetzt, wie gut hast du gezogen aus? Aus dem letzten Set, ja, also aus dem Set jetzt hier, ist ja so lala, würde ich sagen. Also. Das Schüssel, was hast du denn kritisch für meine Handkarten? Jupp, das ist natürlich RIP. Trap Hole ist gut, habe ich gehört. Ja, ist nicht schlecht. Habe ich übrigens in LOB auch nicht gezogen. Ja, gut, dann wollen wir mal hier schwerer Sturm aktivieren. Hast bestimmt jetzt irgendwas, das du negieren kannst, oder? Nee, leider nicht. Aber es war so klar, weil ich habe auch kein Heavy Storm gezogen. Aber jetzt hieß es mit den zwei Garten. So, dann setze ich jetzt hier noch eine Karte. Spiele den Sky Scout. Das ist der Harpyienbruder, Mann. Double Face hier. Kannst du einfach den Harpyienbruder hier diskreditieren. Setze ich die und aktiviere einmal hier. Keep your Drag Mode. Oh. No text for you, Buddy. Können wir darüber reden, dass bei mir im Spiel, ich weiß nicht, ob es bei dir genauso ist, aber der Typ, der das Template gemacht hat für den Sky Scout, der hat eine andere Font benutzt für den Effekt. Das sieht halt voll komisch aus. Weil normalerweise haben die halt eine ganz andere Schriftart. Das war die wahrscheinlich nicht so, aber bei mir ist das so. Das sieht halt voll komisch aus. Ihr könnt es jetzt bei mir sehen. Ihr So. seht es ja hier. Du spielst Zanga. Also dann drin ist ein Witch. Nee. Aber Skarm. Ja, ich hoffe natürlich, dass das jetzt hier nicht irgendwie Monster, Menschenfresser, Käfer ist oder so. Ah, ja, okay, ja, nicht Der schlecht. Spy. Jetzt hast du noch einen im Deck, gucken wir mal. Das war dein Plan die ganze Zeit, ich weiß schon. Ja, das war der letzte, oder? Dann haben wir noch mal ein bisschen auf die Goblin Attack Force. Backen. So, schauen wir mal, was du jetzt hast hier.
Du hast nur zwei gezogen, oder war das der? Ja, Serious Brigade ist nicht bad. Ist halt ein besserer Hähnchen quasi. Oh wow. Nicht schlecht. Hast du Ash? Ich weiß nicht, ob ich es zulassen soll, weil, obwohl, dann hast du halt nichts, ne? Und ich könnte schön in Ruhe spielen. Du ziehst halt Sangha nach, ne? Von daher. Hätte ich nicht gemacht. Ja. Du hast halt. Du hättest halt gleich 4500 Damage machen können. Vielleicht. Oder du hättest vielleicht irgendwas fast gezogen. Okay. Ja, okay, aber. Das ist ich weiß auch nicht, was du gezogen hast, ne? Vielleicht hast du ja noch Ding. Ach ja, scheiße, ey. Ich kann ja noch gar nicht wechseln. Ja, der ist ja noch gedockt. Der bleibt ja in der Bienen. Okay, gut. Okay, gut, dass du es annulliert hast. Ja. Opti-Klops. Nee. Das ist ein Bottom-Loss, das war so klar, ne? Nochmal Glück gehabt, ja. Das ist einfach, ich werde so bestraft, weil ich den ersten Set halt so kacke gezogen habe, weil ich habe weder Fallgrube noch irgendwas anderes. Amphibische Bestie. Ja, ich habe mir gedacht, ich werde hier mal die Goblins los, weil die wechseln ja immer die Punkte jetzt, ne? Ich möchte mal konstant bleiben, wie das jetzt ausgeht, ne? Interesting. So, was tun wir nochmal? Ja, das kann ich nicht mehr gewinnen. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt ziehen könnte, was mich rettet. Das ist das Ding. So Raikiki gezogen, ne? Oder Schwarzes Loch? Das sage ich dir später. Big Eye, okay. Okay, gehen wir mal rein. Schauen wir mal, was du da hast. Ich greife mit dem schwächeren Monster zuerst an. Ja, ich will einfach mal sehen, was du da hast. Vielleicht hast du ja, keine Ahnung, irgendwas. Ah ja! Den habe ich auch gezogen. Richtig gute Karte. Richtig gute Karte. Oh nein! Ja, okay. Richtig gute Karte schon, ja. Aber wenn du halt. Ja, der Heavy Storm hat das Game gewonnen. Das war eigentlich schon klar. Aber ich wollte es halt trotzdem ausspielen, weil man weiß ja nie. Ey, ja, das kann ich nicht mehr gewinnen. Okay, ja, diesmal fange ich natürlich an. Okay. Na, gucken wir einfach mal. Ich mache jetzt einfach das Ressourcenplay und spiele einfach voll safe. Interesting. Baitoll. Das ist meine Lieblingskarte aus OG Yu-Gi-Oh! Ja. Diesmal habe ich wenigstens die alte Karte. Da passiert mir das nicht. Weil ungefähr so war das dritte Match auch. Ich habe am Anfang auch die aktiviert und dann, ja. Mal es über die anderen. Pay 700? Machst du nicht. Okay. Mach ich nicht. Okay. Dark Hole. Das war gut. Ja, eigentlich nicht, aber ja. Doch, das war richtig gut. Naja, gut. Ich habe Cyberdose und den Mysterious Guard hier gehabt. Also ich wäre ich wär insane plus gegangen jetzt. Ist nicht gemacht. Ja, ich habe jetzt keine Mondstadt. Naja, gut, schauen wir mal. Nicht viel. Ich bete einfach jetzt mal das hier. Ah ja. Die Feinkarte ist auch ziemlich nice, muss ich sagen, ja. Ja, die ist ganz witzig, ja. Aber ich ziehe auch nur Garbage einfach, ne? Ich ziehe gerade. Also ich könnte was machen, aber ich möchte es eigentlich nicht. Ich möchte es noch nicht tun, ja. Das gibt's nicht, ey. Das gibt's doch nicht. Dann gucken wir nochmal, was da liegt. Ich bin der Herr der Baitdogs. Ja. Man nennt mich auch Dr. Voodoo. Ja, wie viel hast du von den Karten? So, ja, was machen wir denn? Ja, das ist auf jeden Fall eine Karte, die du aktivieren kannst. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal schön. Ja, das ist richtig, aber ja, ich möchte nichts abwerfen. Ach so, okay. Du möchtest also nichts abwerfen, ne? Das finde ich aber schade. So, jetzt gucken wir mal, wie gut mein Luck ist. Ja, schauen wir mal, ne? Vielleicht hast du ja Glück. Ich sage jetzt einfach mal, okay, Lesser Fiend. Interesting. Gucken wir mal. Da hast du halt so High-Level-Monster in der Hand. Das ist schon gut. Dann heißt, wahrscheinlich das Monster ist deutlich größer. Wie kann man denn zweimal komplett daneben liegen? Ja, das gibt's doch nicht, warum krieg ich das so scheiße? Oh Mann! Ey, das gibt's doch jetzt nicht, ey. So, ja gut, dann darfst du halt erstmal. Ach Mensch, das ist doch jetzt blöd, ey. Ja komm, dann spielen wir jetzt erstmal die aus. Kannst du mir den setzen nehmen? Ich auch nicht mehr. Und ja. Heißt ich try again, okay. Ach ja, stimmt ja, Cold Wave. Ja. Kann noch nicht mehr aktiviert werden, Effekt in der Jugend. Ich hab nur Glück gehabt, wa? Ja, ist alles fein. Kannst deine Karten behalten. Nutzen die eh nichts. Ja. Cold Wave ist einfach auch so stupide, die Karte, ne? Interesting. Ich weiß, ob die jetzt mehr hilft als mir. Ich guck halt, liebe dann jetzt eh ein Spy. Nee, ist gar nicht. Okay. Ja, lol, die ist halt voll scheiße. Ja, die ist halt wirklich nur gut, wenn die überlebt. Ist halt kein Menschenfressergeber, ne? Ja. Da dachte ich vorhin, wo ich den Effekt durchgelesen habe, bisschen anders. Aber ja. Oh, Baby. Du, nicht schlecht, nicht schlecht. Schauen wir mal. Jetzt hast du ja wahrscheinlich alles in der Hand, alles. Ich setze einfach ein Monster. Dann machen wir Spy Beatdown. Ja,
Ah, da ist der Spy. Okay. Interesting. Jetzt nochmal eine Karte hier und dann hau mal raus. Ich versuch's, ja. Krieg ich, ach, das wäre. Mann, ey, ich habe jetzt hier voll die Qual der Wahl. Was soll ich tun? oh Mann, ey. So, dann will ich mich hier ein bisschen was kaputt machen. Alles klar. Ich habe das Gefühl, wenn da jetzt nichts liegt, was mich auffällt, dass das Game vorbei sein könnte. Ah ja, okay. Nochmal. Na gut. Dann hast du mich jetzt an den Eiern. Ja, war's das? Ja. Ist deine Hand tot? Ja. Was liegt das Set? Michizure. Okay, ja, ohne Monster böse. Und du hast dann wahrscheinlich das Attribut Monster in der Hand, ne? Ich hab nur meine starken Monster in der Hand, ja. Also ja. Ich krieg jetzt auch keine Karten mehr. Das ist natürlich really sad. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, ja. Alles klar, gehen wir in die nächste Runde. Jo. Ich fang an. Hab mich jetzt nicht irgendwie überrascht. Aber du spielst halt extrem viel Tributmonster. Ne? Eigentlich nur drei. Lesser Fiend, Sanga, Amphibien, Fische Beste. Ah ja, warte, dann sind es vier. Okay. Ich wollte schon sagen. Ja. Face of the Two Face Downs. Ach, ich vermisse manchmal altes Yu-Gi-Oh! Ein bisschen. Ja, Spy ist fein. Zurück ins Deck. Danke, Sir. Kein Ding, dafür bin ich da. Dass ich einfach nochmal ein paar Karten habe, ist schon nicht schlecht. So, komm erstmal hier. Extermination. Ja. Weg mit der Fallgrube. Hast du noch mehr davon? Oh, sad, du hast nur eine davon. Nur eine. Okay, und jetzt ist dein Spy nämlich auch nicht mehr ganz oben drauf. Also klauen wir dir mal ein paar Karten hier. Ich möchte eine tolle Maske hier. Die sagt nämlich, ich werde strong. Und dann klauen wir dir mal ein bisschen was. Yes! Ja. Dann kann ich ganz safe jetzt hier nochmal. Wie du auch schon wieder Heavy Storm gezogen hast, Alter. Das ist doch ein scheiß Ernst. Du spielst ja 40 Karten im Main Deck. Richtig Glück hier. Richtig Glück. Goblin Attack Force. Interesting. Hm. Really sad. Alter. Okay. Oh nee. Oh, okay. Aber er bleibt in der Tech, das ist auch gut für dich. Ja, erstmal, ja. Ich weiß nicht, was du noch so hast. Okay. Du bist also kaputt. Wenn jetzt die E-Tube die dann gar nicht so auszustören. Komm, jetzt irgendwas Geiles. Oh ja, okay. So, irgendwas Geiles. Was ist denn irgendwas Geiles? Jiregumo. Mit Mervyn and Nuzlocke? Nee. Axe of Despair, okay, crazy. So, jetzt bitte keine Hälfte der Lebenspunkte. Muss immer Kopf nehmen, ja, damit. Also bei dir klappt das, bei mir hat das für mich nie geklappt. Bei mir hat das nie funktioniert. Ja, das ist garantiert wieder bottomless. Das ist, ich sehe schon wieder kommen, ey. Das ist so räudig. Und das ist der Traveler, könnte auch sein. Nach deiner Reaktion ist der Traveler, okay. Ich hoffe, dass da nicht irgendwas Krasses jetzt da liegt. Also ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Die Karte ist so krass, die ist so auf der Bandis gewesen. Die ist so krass, die Karte. Ja. Also, ja. Insane ist die. Ich schwitze ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich schwitze. Aber nur ein bisschen. Ja, echt nur ein bisschen, ich muss jetzt nicht gucken. Er guckte auf den Bildschirm und tat nichts. Yata Garasu. Ja. Das ist böse, ja. Ich weiß ja nicht, was jetzt da liegt. Ne? Hast du wieder Kopf genommen? Zahl. Alter, wie kannst du immer Glück haben? Yep, kann ich mir ein Out suchen. Ich habe das Gefühl, ich werde diese Karte brauchen. So, mehr ziehst du nicht, ja? Ja, I don't need it. Jetzt machen wir erstmal hier. Guck mal, da liegt. So. Ja, ist Ordeal, okay. Das ist nach der. Ich kann nicht lesen wie ein Buch. Ja, super, ich will dich gar nicht angreifen, Mann. Ja, dann mach ich nicht. Ja, ich will es auch nicht. You need to do what you need to do. Jetzt wird übrigens, wenn das gar nicht die Karte ist, die ich gerade gesucht habe. Ich weiß nicht, ob das so clever war. Alter. Gehst einfach hin und her und triffst halt trotzdem jedes Mal, ne? Okay. Alles zerstört. Ah, das. Ja. Deswegen habe ich es halt nicht verstanden. Ich dachte, okay, was sollte das? 1, 2. Oh, ich kann dich jetzt richtig nutzen. Und zwar
Und ich habe gerade irgendwie den Effekt im Kopf. Ah, doch. Ich kann dich jetzt richtig nutzen. Oh, das ist halt so funny. Ich gebe dir in die Hand zurück wieder, ne? Ja, darum geht's mir gar nicht. Das ist gar nicht das Witzige daran. Jo. Ja, dann machen wir mal. Ich meine das hier. Ach, ich mag Cyber. Oh, das hätte ich nicht gemacht, wenn ich schon gewesen wäre. Weil das, genau, hat auch deine ganzen Spice gekostet jetzt. Ich weiß nicht, ob es das wert war. Ich hoffe. Ich hoffe. So, Fallgrube kannst du ja auch nicht mehr haben. Oh, das ist ein Kick-Effekt, ein Pflichteffekt, wusste ich gar nicht. Und ich hatte damals Grave Hugo gespielt. So. Aber schon die ganzen. Ich hoffe einfach, dass du. Ich call jetzt einfach mal Monster, weil du hast wieder Tributmonster verwandt. Giant Runet, okay. Nicht, dass er meddern würde. Oh Mann, ey. Okay. Dann Trunade mich doch einfach mal. Hau raus. Ja, das soll ich machen, wa? Meinetwegen. Hau Trunade raus. Bin ich voll dabei. Ich hab übrigens auch keinen Nomen auf Frostwort gezogen. Voll aufgeregt. Ich liebe diese Karte. Ich habe die damals immer so gern gespielt. Was willst du damit tun? Nicht angreifen. Das Monster? Damit ich das bouncen kann. Ist doch unclever. Weil ich krieg halt im schlimmsten Fall mein Monster wieder auf die Hand durch deinen Odilos und Traveler, wenn ich hier angreife. Und das ist halt so the worst case. Du machst es mir gar nicht so leicht, muss ich sagen jetzt, ne? Wir tänzeln so aneinander vorbei, habe ich so das Gefühl. Ja, so. Aber jetzt kommen hier die großen Monster. Zeig mir die Mirror Force, zeig sie mir. Darfst du machen. So, und guck mal. Deal. Was für den nicht aktiviert? Der ist doch nicht Monster betört, du kannst es bei jedem Monster machen. Ja, ich weiß. Sein Leben geklickt oder was? Easy. Gar kein Thema. Das war's. 1000 wieder reingehauen. So, Main Phase 2. Jetzt wird's interessant, du. Kannst du einen 1000 Anschlag haben und da auch? Das stimmt allerdings. Ja, dann komm. Ja, ich glaube, dann bucken wir mal unser Monster hier. Imperial Order. Jo. Interesting. Das Witzige ist ja, dann hast du deine eigene Zauberkarte aktiviert. Ja, richtig. Richtig bescheuert. Ja. Oh Mann, ey. Deswegen war ich halt gerade so, was ich so, okay. Ich krieg bestimmt das wieder auf den Sack, echt. Jirai Gumo, jetzt schätze ich dir jetzt live, wenn du jetzt falsch callst, verlierst du. Denn hier ist Michisuo. Ich weiß, du hast auf jeden Fall noch ein Monster in der Hand. Das heißt, ich habe eine Chance von 1-3, dass ich Monster call und treffe. Das muss ich riskieren. Mit zwei Chancen, richtig zu callen. Das wäre jetzt so ironisch, wenn ich jetzt wieder den Speerkrieger kriege, den du nur auf der Hand hast, weil du einfach mal uns angegriffen hast, um ihn auf die Hand zu kriegen. Das wäre so ironisch jetzt. GG. Ja, so ist es. Dann stellen wir jetzt die Frage, bist du zufrieden mit deiner Leistung im heutigen Game? Nein. Ich habe das Gefühl, dein Deck hat. Du hast ziemlich viele gute Karten, muss ich sagen. Also, das ist wirklich ziemlich viele gute Karten. Aber du hast den Value der Karten ein bisschen verschwendet. So ein bisschen. Das Einzige, was wirklich richtig gut war, war der Darkhold auf meine Monster. Aber das nur, weil du Glück hattest, dass meine beiden Monster halt richtig insane waren. Aber du bist quasi mit Darkhold ja minus 1 gegangen, als du ihn aktiviert hast im Eingame. Der Heavy Storm, aber der war halt. Ne? Ich wusste halt nicht, wofür. Ja, ich hab den kaiserlichen Befehl. Ach, manchmal ist so dumm. Auch ziemlich strong. Ja. Ja, das war halt eine Chain of die so. Ich hätte mein Monster flippen lassen. Das Problem wäre, das wäre das gleiche rausgekommen. Hätte es nicht aktiviert, hätte ich mein Monster geflippt. Und dann wärst du reingerannt. Ja. Ich hätte es aufflippen können, wäre dafür Game reingerannt. Das hätte halt nichts geändert. Also, es wäre genau das gleiche Ergebnis gewesen. Ja, ich hätte aber nochmal alles setzen können, Mascha. Und dann. Also, ich hatte noch Spalt. Hätte ich das andere Monster nochmal. Spalt hattest du noch. Ja. Öh, warum hast du nicht aktiviert? Ich hab doch noch das Monster gehabt. Ja, richtig. Ja, also dann verstehe ich nicht, warum du Order überhaupt aktiviert hast. Richtig. Das macht halt. Oh, Book of Moon ist eine gute Karte, annullieren. Ah, verdammt, alles von mir ist tot. Das ist halt so. Voll gut. Wie ist dein Standing jetzt hier im jetzt gerade 4-3. Also 4 gewonnen und 3 verloren, oder? Genau. Crazy, ich weiß man es gar nicht. Können wir mal den Zuschauer hier unten reinlassen, ich hab keine Ahnung. Das ist vielleicht wissen sie ja noch. Ich glaube auch 4-3, ich weiß es aber nicht. Ich habe auf jeden Fall gegen Insider verloren, ich habe gegen Phil, glaube ich, verloren. Ja, sogar ziemlich hart. Hast du gegen Dennis gewonnen, oder? Stimmt, gegen DTV habe ich auch verloren. Ja, also das sind die drei, die ich verloren habe, ja. Ja, das war auch ein. Er hat halt so viel Tributmonster gespielt, ich weiß bis heute nicht, wer gewonnen hat. Aber er hat gewonnen, das ist, ne, also kann man jetzt nichts dazu sagen. Ja, auf jeden Fall, Leute, das war's mit dem Video.
Danke an Santiago auf jeden Fall. Bis dann rein. Ciao, Leute.